gezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Das heißt, hier drüben müsste irgendwie was zu finden sein. Aber hier ist nichts. Oder ist es einer von euch? War das einer von euch? Nördling? Heißt hier Nördling? Ja, mach Platz! War Wort! Bist du vielleicht hier oben drauf? Loir en Artfein! War Wort! Okay, der Typ ist ins Wasser gegangen, aber wo ist er hin? Das kannst du jetzt nicht tun. Noch eine Pusteblume. Das ist jetzt doof, ich finde jetzt nichts mehr. Scheiße, jetzt haben wir die Spur verloren. J. Nebenquest. Suche mit den Hexern hinter der Schmiede nach Hinweisen zum Brandstifter. Ja gut, da sagt er jetzt nicht viel zu. Hinter der Schmiede haben wir jetzt schon ordentlich geguckt. Hast du was gesehen? Willkommen am Arsch der Welt, Dingsgiberich. Ist der denn hier? Ach, da stehen Häuser. Vielleicht ist er ja in den Häusern drin. Wäre ja eine Möglichkeit. Okay. War Wort. Ja. Ich behalte dich im Auge. Wer bist du? Bist du der Schuldige? Okay, du hast eine Kiste, die reicht mir. Da ist noch eine. Die scheint es auch nicht zu sein. Ja? Shit! Ich finde keinen fetten alten Mann. Ja, alt. Ich finde keinen fetten Typen. Das ist unfair. Disziplin, die fehlt euch. Oh Gott! Oh. Ich werde dich auspeitschen. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Nö. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Aua! Au. Es kann doch nicht sein, dass die Spuren hier einfach aufhören. Nur weil er ins Wasser gegangen ist. Bleibt ja nur der Weg hier rüber oder das Schwimmen? Naja gut. Ich werde mich jetzt nicht lange mit der Suche abgeben hier. Das können wir auch später noch machen. Ich bin dafür, wir gehen jetzt zum Teufel. Beim Brunnen.
Ich mag dich nicht, Weißer. Nee, nee. Ach, du magst mich nicht. Super. Mutant. Oh. Hat mir ganz getötet. War keine Absicht. Wollte nur mal gucken, ob es geht. Und es funktioniert prima. Fass mich nicht an. Bitte, fass mich nicht an. Schabracke. Schildkraut, super. Was habt ihr alle gegen mich? Ich helfe euch noch, eure Ärsche zu retten vor diesen scheiß Ungeheuern. Ja? Und so dankt ihr Penner mir das, oder was? Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. So, wir haben genug Schildkraut für, einen Schwalbetrank. So, dann haben wir hier nochmal... Ah, ich will Schildkraut. Schwalbe ist mir eigentlich der wichtigste Trank, aber der hält nur 20 Sekunden in diesem Teil. Das ist ein bisschen suboptimal. So, Odolan, du hast eine schöne Aufgabe für mich. Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Na, beschreib mal den Geist. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja... Er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Reden wir über die Belohnung. Ich habe Mitleid. Aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Du kannst um höhere Belohnung feilschen. Wähle dazu einen Betrag aus und bestätige mit. Ist ab, wenn deine Forderung zu hoch ist, reagiert dein Gegenüber ungehalten. Wenn du es übertreibst, bricht dein Gegenüber die Verhandlung ab. Ich habe im Leben noch nie so viel Geld gesehen. 25 Münzen hast du noch nie gesehen. Nehmen wir 22. Wenn du mit dem Preis runtergehst, können wir uns einig werden. Gut, dann ist das geklärt. 20. Na gut. 20 gut, Münzen, Alter. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Da waren wir doch schon. Jetzt wäre mir eine Schnellreise lieb. Aber Schnellreise ist ja anscheinend nicht möglich. Na gut, wir reiten da einfach mal hin. Flötze, jetzt brauche ich dich. Ja, hinterm Haus. Muss auch schon zu mir kommen. Halt. Schildkraut. Beweg dich. Hopp, hopp, Flätze. 240 Schritte, die schaffen wir wohl.
Und da möchte ich gerne noch die eine Hauptmission machen. Und dann, werde ich die Aufnahme auch wieder, oder werde ich mal wieder eine kleine Pause machen. Ich weiß nicht, wie es denn mit der Folge aussieht, also ich werde jetzt immer gucken, dass... Kann sein, dass gleich die nächste Folge für euch weitergeht, wenn ich eine Pause gemacht habe. Ich werde jetzt nicht jede Folge an- und abmoderieren. Das ist bei dem Spiel einfach... Suche den Geist gefunden. Was hat sie hier zu suchen? Mittagserscheinung? Die kennen wir vom ersten Teil. Oh Gott, sie greift an. So, und... lies den Eintrag über Mittagserscheinung im Bestiarium. Mache ich. Geister. Mittagserscheinung. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Vlad Raymond, Bauern und ihre Bräuche. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf. Die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen. Die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an die Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Teufel beim Brunnen. Ah, hier steht. Jeden? Geisteröl? Mondstaub. Habe ich nicht. Die Einwohner vom Weißgarten hatten einiges ertragen müssen. Durchziehende Armeen hatten ihre Aussaat zertrampelt, ein Greif hatte begonnen, sich an ihrem Vieh gütlich zu tun. Und zur Krönung spukte auch noch eine Mittagserscheinung in einem nahen Brunnen. Kein Wunder, dass dieses letzte Übel im Dorf als Teufel bezeichnet wurde. Der Hexer wusste, dass irgendetwas die Erscheinung an diesem Ort band. Und er ihr Geheimnis ergründen musste, um sie in den Äther zu entlassen. Sobald er das Geheimnis kannte, war die Zeit gekommen, sich auf den Kampf vorzubereiten. Mittagserscheinungen sind schwierig zu besiegen. Sie können Abbilder von sich erzeugen, die den Gegner Lebenskraft absaugen. Ihre Herrin bleibt dabei unberührt. Oh Gott. Ein Silberschwert alleine reicht nicht. Auch Jilden ist vonnöten, um Erscheinungen festzusetzen und in körperliche Form zu zwingen. Die Mittagserscheinung ist an diesen Ort gebunden, durch einen Gegenstand. Etwas, das sie braucht, bevor sie diese Welt verlässt. Komm schon, Geralt. Wir müssen das jetzt suchen. Da liegt was. Vergilbtes Tagebuch. Könnte hilfreich sein. Es ist passiert. Volker hat am Gerichtshof in Wiesima Beschwerde über alle Missstände gegen den Lehnsherrn eingereicht. Er hat all den Schaden angeführt, der uns zugefügt wurde. Wie der Herr Johann tötete, als er sein Haupt nicht schnell genug entblößt hatte. Wie er betrunken unsere Felder zertrampelte und vor einer Wiedergutmachung nichts wissen wollte. Wie er bei Peters Hochzeit hereinplatzte und das Recht der ersten Nacht verlangte. Nun bekommen wir endlich, worum wir Militele in so vielen Gebeten angefleht haben. Der Richter hat unsere Kümmernisse anerkannt und uns aller Verpflichtungen dem Herrn gegenüber für los und ledig erklärt. Endlich können wir auf eigene Faust wirtschaften. Endlich können wir freie Menschen leben. Der erste Antrag unserer Freiheit. Hüttel ist kaum mehr als ein Dorf, doch mehr erscheint als wunderbar als der herrlichste Palast. Volker hat unser Heim mit Haselzweigen ausgeräuchert, um das Böse auszutreiben und einen Marder unter den Eingang vergraben.
damit keine Diebe über die Schwelle treten. Er hat mir auch ein Armband geschenkt, das hübscheste, das ich je sah. Mutter sagt, es sei töricht, so viel für Schmuck auszugeben. Wenn wir keinen Flug und keine Haken haben und dass wir das Armband zum Kaufmann zurückbringen sollen. Nur über meine Leiche, ich werde es niemals ablegen. Immer wird es mich an Volker erinnern. Und daran, wie glücklich wir an jedem Tag waren. Es heißt, der Herr kommt uns besuchen. Er will uns ein Angebot machen, damit wir ins Dorf zurückkehren. Angeblich ist er ruhiger und weniger aufbrausend geworden, seit sein Sohn tot ist. Nun, wir werden sehen. So oder so, ich denke nicht daran, diesen Ort wieder zu verlassen. Dieses Armband, es könnte den Geist der Frau an diesen Ort binden. Die Frage ist, wo ist das Armband? Hier ist es anscheinend nicht. Hier müssen wir laufen, um Wasser zu holen. Hier sind noch ein paar. Erstmal alles einsacken. So, erstmal alles aus dem Weg räumen hier. So, hier haben wir dann noch gehärtetes Holz, Tabakpfeife und eine Wasserflasche. Shit. Bleibt nur noch dieses Haus hier. Ah, da ist ein Skelett. Ein Mann, mit einem Messer erstochen, starb sofort. Tiere haben ihn gefressen und nur sein Skelett übrig gelassen. Hier ist noch mehr Blut, aber es ist nicht seins. Untersuchen. Blutige Handabdrücke. Kleine Hände, die einer Frau. Jemand hat sie rausgeschleift. Sie war verwundet, hat um ihr Leben gekämpft. Niemand in Sicht. Ich könnte immer noch Spuren finden. Unter diesen Bedingungen können Blutspuren jahrzehntelang sichtbar bleiben. Noch ein Abdruck beim Brunnen. Ich glaube, ich darf dem Brunnen nicht zu nahe kommen, oder? Puh, war zu dicht dran. Oh, junge Dame, verzieh dich einfach. Komm. Ich bin noch außerhalb vom Kampf.
Ich habe jetzt die Quest aktualisiert. Puh, war zu dicht. Oh, dran. Das gibt's doch nicht. Besiege die Mittagserscheinung. Hält sie gebunden oder was? Nee. Also ich kann der Alten trotzdem nicht. Dem Brunnen einfach nicht zu nahe kommen. Da hinten. Hier ist eine Leiche. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Ja, und jetzt? Setze die Hexersinne ein, um den Brunnen zu untersuchen. Puh, war zu dicht dran. Weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich gehe mal davon aus, Oh, Junge, jetzt schwimmen. Verbindungsfehler mit dem Headset anscheinend. So, hier müssen wir dann tauchen. Nice. Vielleicht haben wir da unten jetzt noch was übersehen. Oh Junge, nun tauch doch runter. Die Lenkung ist wirklich ein bisschen schwer gerade. Oh, es liegt einfach daran, dass es schon spät ist und ich müde werde. Oh Junge, tauch hoch da. Komm schon, Geralt. Gut. Da unten ist nämlich was. Ah. Wir haben das Armband gefunden. Wir müssen noch sehen, dass wir hier rauskommen.
Gut, dass sie nicht mit leeren Händen gekommen ist. Ein Armband mit einer Inschrift. Für Claire von Volker. Das Armband war an einem Armknochen. Wo mag der Rest der Leiche sein? Hm. Verlasse die Höhle. Ja. Leichter gesagt als getan, Kollege. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen. So, Sauerstoff haben wir noch. Ziehen wir jetzt durch hier. Zack, zack. ZZ. Ziemlich zügig. So, wir sind aus der Höhle raus. Ich drück mal schnell speichern. Bevor die Mittagserscheinung mich jetzt noch killt. Die müsste jetzt aber weg sein, es ist nicht mehr Mittag. Hey, sag ich doch. Das ist eine Pilze oder was? Die Mittagserscheinung bleibt in der Nähe des Brunnens. So, jetzt habe ich das Amulett und jetzt? Hier ist auch noch was? Spuren, fast verblichen, aber das Seil ist gerissen. Hier stimmt was nicht. Eine Leiche hängt am Ziehseil. Die Frau, der das Tagebuch gehört, das muss sie sein. Breites Becken, schmaler Kiefer, eine Frau. Rund 30, nach den Zähnen zu urteilen. Der linke Arm fehlt. Die Überreste müssen verbrannt werden. Ich brauche aber das Objekt, das sie an diesen Ort bindet. Hat sie das Armband von ihrem Mann getragen? Ist ihr der Arm deshalb abgefallen? Ich muss noch mal nachsehen. Wunderschöne Handwerkskunst. Aber ich muss es mit der Leiche verbrennen, um die Mittagserscheinung zu vertreiben. Am besten in der Nähe des Brunnens. Einfach ein Feuer um die Knochen und das Armband. Ich muss mich auf diesen Kampf vorbereiten. Muss Geisteröl herstellen. Tränke trinken. Oh. Und das Armband. Igni. Du hast zu spät gesagt, dass du Tränke trinken musst und Geisteröl haben musst. Aber kann ich ja gar nicht herstellen. Hey, ich glaube, es hat geklappt. Verdammt, bist du hässlich. Ja. Da hast du recht, Geralt. Jo, wie soll ich die jetzt besiegen ohne Öl und sowas? Das ist jetzt unser erster richtiger Kampf gegen irgendwas. Besiege die Mittagserscheinung, haben wir noch nicht geschafft. Meditation geht nicht, Alchemie. Um herzustellen, benötigst du... Ja... Absolute, was sind denn Absolute? Was fehlt mir für Geisteröl? Arenaria. Gegenstand herstellen.